Es sind Bilder, es sind Details, es sind Erinnerungen, die Sivorad Mitic nie loslassen werden. Vor 20 Jahren fallen 3 NATO-Bomben auf sein Restaurant im serbischen Niš, töten die junge Köchin, die neugierig zur Türschwelle tritt. Solange ich lebe, werde ich diesen Kriminellen von der NATO nie vergeben. Auch wenn unsere Regierung das irgendwann vergibt, ich kann es nicht vergeben. Da ist viel Wut in Serbien über die NATO-Luftangriffe. Da sind offene Fragen. Warum setzten die Westmächte hier in Niš Streubomben ein? Warum zielten sie auf diese belebte Marktgegend? Darauf gibt es keine Antworten. Und noch etwas fehlt, jegliche Zeichen von Aussöhnung. Für mich ist Kosovo ein Teil von Serbien, weil es das eben immer schon war. Ich habe das Gefühl, dass jederzeit wieder ein neuer Krieg ausbrechen könnte. 24. März 1999, die NATO startet Luftangriffe auf Serbien, eine bis heute umstrittene Militäraktion ohne UN-Mandat. Angeführt von den USA hält die NATO ein Eingreifen in den eskalierenden Kosovo-Krieg für gerechtfertigt, um die serbische Vertreibungspolitik zu beenden. Erstmals seit 1945 führt Deutschland wieder Krieg. Wir können nicht zulassen, dass eine solche Politik sich durchsetzt in Europa, weil dies würde nicht nur bedeuten unsägliches Leid für die Menschen in der betroffenen Region, sondern dieses würde auch bedeuten eine Gefährde für Frieden und Sicherheit. Nach dem Waffenstillstand sichern KFOR-Truppen der NATO den Frieden in Kosovo, bejubelt von der kosovarischen Bevölkerung. 20 Jahre später wird Kosovos Unabhängigkeit noch immer nicht von Serbien akzeptiert, aber die NATO ist für die Kosovaren eine Art Heilsbringer. Sefada Jaku hat seinen Sohn extra Tony Blair getauft, nach dem damaligen britischen Premier. Ich wollte mich so bedanken, ein anderer Weg ist mir nicht eingefallen. Ich bin so froh, dass uns die NATO von Serbien befreit hat. Ich bin stolz, dass ich diesen Namen trage. Meine Familie hat mir erzählt, was Tony Blair für Kosovo getan hat, für unsere Freiheit. Anlässlich des Jahrestages pilgern die Dajakus wie viele Kosovaren zu den Denkmälern ihrer kosovarischen Kriegshelden. Und mit der Erinnerung wird der Hass auf den serbischen Nachbarn von Generation zu Generation gereicht. Irgendwann müsse man sich vielleicht mit Serbien versöhnen, sagt Tony Blair vorsichtig. Irgendwann.